und willkommen zurück zu Borderlands. Mit der Pummelrunde und der Filia Al-Hildi. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Und guten Tag. Hallo. Hi. Hallo. Hi. So. Wir suchen jetzt Claptraps Ersatzteil, ja? Ja. Okay, dann müssen wir aber. Warte. Nehmen wir andere Richtung. Andere Richtung. Andere Richtung. Ah, nee. Hier ist Schrott. Da, da, so, nee, jetzt. Pseudo, wir müssen noch den richtigen Quest auswählen, wenn wir das machen. Ach, das auch? Naja. So. Ich sehe den. Laufen wir irgendwelchen falschen Dingern hinterher. Ach so, ist das das Ding, was ich schon gesehen habe? Weiß ich nicht. Ich habe in der letzten Aufnahme, also in der letzten Folge, habe ich was gesehen auf den Dächern. Nee, auf den Dächern? Ich denke, das ist am Schrottplatz-Dingens. Nee, ich glaube, wir müssen da hoch. Nee, nee, das zeigt woanders hin. Das hä? Ich sehe es, aber ich habe keine Ahnung, wie man da hinkommt. Hä? Wie kommt man denn da? Ah, Moment. Moment. Hä? Okay, der es als erster schafft, da hoch zu bekommen, bekommt Gummipunkte. Ich krieg welche. Hey! Wo war das denn? Hä? Hier, wo ich bin. Hier, das stand hier so. Ah. Ah. Nein, ich wollte die aufmachen, die Kisten. Nein! Absolut, da sind noch Kisten. Da sind Kisten? Ach, immer wieder, immer wieder. Immer wieder, was ich wollte Schönes. Die aufmachen, aber ich bin leider zu weit gesprungen. Hä? Und ich bin zu doof, da hochzukommen. Ich raff einfach nicht, wie ich da hochkomme. Ganz ja, einfach. Das ist eigentlich gar nicht so schwer. Das ist gar keine Mauer, das ist ein. Oh, ich. Oh, hier? Oder ich mache hier gerade Zuppeldisco. Wir hängen ineinander. Wir hängen. Die Kisten? Was macht ihr denn da? Könnt ihr mal. Was machen ihr zwei da? Also wir machen gar nichts. Ist egal, wie unanständig das aussehen mag. Ich sehe mich überhaupt nicht mehr. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich auch nicht. Moment. Ich werfe eine Granate. Und dann? Tun uns nichts. Ja, Moment. Ich gehe mal ganz kurz raus und komm gleich wieder rein. Okay. Ich kann das leider nicht. Ja, ich weiß. Ah, endlich. Uah. Puh, haben wir ja Glück gehabt. Ihr wart hier überhaupt nicht mehr sichtbar. Echt nicht? Wir standen da beide auf dem Ding drauf. Nein. Jetzt bin ich da runtergehüpft. Facke! So. Hallo. Ich bin wieder auf dem Weg zu euch. Ach ja. Jetzt müssen wir da. Hallo? Die Quest für diese Runde. Hallo? Hallo? Ja? Ah, jetzt höre ich euch Wo wieder. Bist du? Ich hatte euch kurzfristig oh, nicht mehr hier. Gehört. Fast 500 Dollar. Charakter aus. Holla, holla. Und das war's. Da oben drauf ist aber auch irgendwas. Oh. Ah, so schön. Ja. Aber ich habe keine Ahnung, wie man da hochkommen soll. Lass mich mal machen hier. Da oben, da ganz oben. Du solltest ihn darauf ansprechen. Ja. Kleppetrappe. Siehst du das? Da ganz oben? Ja. Wo seid ihr denn jetzt schon wieder? Ach, jetzt da. Wir sind immer noch da, wo wir. Ah, gut, okay. Aber als ich weg war, konntest du dich wieder frei bewegen, oder? Ja, ich bin dann quasi direkt runtergefallen. Huch, ups. Ich höre oh, da ist eine Kiste, da ist eine Kiste. So. Also ich habe sie schon mal, glaube ich, habe ich nicht, glaube ich nicht. Ich habe sie nicht aufgemacht. Okay. Okay, wollen wir dann Klappertreppe mal reparieren? Ja, aber wir wollen doch die Kiste aufmachen. Welche? Die da oben ist. Wo? Ich komme da nicht hin. Ich habe keine Ahnung, wie es gehen soll. Moment. Von hier aus? Oh, Facke! Facke! Wo ist eine Kiste? Das ist so gruselig alles. Ach, da oben. Nein. Okay, das schaffe ich auf jeden Fall nicht. Hä? Moment. Kann man denn sonst da hochkommen? Über das andere Gebäude vielleicht. Bist Hallo? Du oben? Na, ihr oder unten? Wie kommst du da Jetzt hoch? Ist es geschafft. Das verrate ich euch nicht. Bring aber alles mit. Das verrate ich nicht. Ja, wahrscheinlich von hier. Ja. Gut. Von der Waschmaschine aus. Ah. War aber schwierig. Ja, die alten guten Waschmaschinen. Boah, meine Güte. Du kommst ja noch nicht mal aus die Waschmaschine drauf. Ja, ich bin halt ein bisschen dick. Ich bin zu schwer. So, warte, was habe ich denn jetzt hier?
Ein Matador und eine Rifle. Was ist denn ein Matador? Das weiß ich auch nicht. Das ist ein Matador. Der... Ich glaube eine Shotgun. Bin mir aber nicht sicher. Wieso habe ich so wenig Revolvermunition? Warum ist die weg? Ich habe doch gar nicht, mit einem Revolver geschossen. Hast du die verkauft vielleicht? Man kann man Munition verkaufen? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, man kann... Nee, weiß nicht. So, Crimson Lands. Oh, wir haben hier neue Aufträge beim schwarzen Brett. Ja, ja, erstmal müssen wir aber doch Claptrap. Genau, wir reparieren Klappetreppe. Wo ist er denn? Da. Ja. In die Richtung. Warte, ich komm. Sag Bescheid, wenn du da bist. Der leidet. Er leidet gar fürchterlich. Ich bin da. Darf ich? Ja. Ja, rette ihn. Claptrap, wir haben da was für dich. Yay! Yay. Danke, Fremder. Jetzt wird es doch noch ein schöner, wunderbarer Tag. Wie soll ich bloß meiner Wertschätzung Ausdruck verleihen? Ich hab's, nimm dies. Ich glaube, das wird dir gefallen. Ja, gefällt uns. Was denn? Ich hab ja... gefällt uns. Wir kriegen doch immer dasselbe von denen, oder nicht? Inventar-Upgrade. Ja. Ah, okay. Wir können mehr schleppen. Boah, ich kann so viel tragen. Yeah. Alter Schwede, jetzt... Oh, krass, cool. Gut. Wo ist er hin? Ach, da. Ja. Holen wir neue Quests ab oder machen wir erstmal die, die wir haben? Wegen mir können wir einfach alle Quests schon mal mitnehmen. Ja, dann gehe ich wieder ans schwarze Brett. Ja, okay. Oh, wir haben zwei neue. Wir haben verstecktes Tagebuch Rust Cummins West. Lade 5. Müssen wir bestimmt zu dem Typen, der da liegt. Der hat Bücher daneben sich gehabt. Ah. Lade 5 Tagebucheinträge von den Datenschreibern in Rust Cummins West herunter. Hier spricht Patricia Tennis und ich spreche jeden an, der nicht nur Stroh im Gehirn hat. Ich habe 5 Datenschreiber in Rust Cummins West versteckt und will sie wiederhaben. Warum versteckst du die Alte? Hör dir jede Aufzeichnung an. Dein Echo-Gerät wird alles aufzeichnen. Sobald du alle 5 Aufnahmen zusammen hast, musst du sie auf das schwarze Brett übertragen. Auch geil. Ich hab die versteckt und jetzt will ich sie aber wieder haben. Ja. Und Schnitzeljagd, Submachine Gun. Finde sämtliche Teile des SMG. Submachine Gun Komponenten liegen verstreut in der Gegend. Wenn du alle findest, kann ich die Waffe für dich zusammensetzen. Bring mir das Gehäuse, das Magazin, das Visier und den Lauf. Ach, da haben wir Übung drin. Ja, das hier ist übrigens ein wunderschöner Teich hier hinten. Ja, den habe ich auch schon begutachtet. Ja. Mit Kacke. Also. Wunderschön. Okay. Ja. Was sollen wir denn machen? Ich würde sagen, welche von denen, die wir zuerst bekommen hatten. Also vielleicht das... Ich würde vorschlagen, wir machen erstmal die in diesem Gebiet hier. Ja. Damit wir nicht so oft das Gebiet wechseln. Und dann würde ich sagen, gehen wir nochmal in die Arid Plains zurück und dann in diesen Tetanus Varren oder was auch immer. Ja, denke ich. Oder andersrum, das ist mir dann egal. Ja, weil Tetanus Varrens haben wir ja 2 Quests, glaube ich. Genau, und wir haben hier in Rust Cummins West haben wir zumindest diesen Schnitzeljagd, versteckten Tagebücher und auch, obwohl, das ist die Hauptquest, ne, mit Tennis. Ja, nee, dann machen wir auf jeden Fall die Schnitzeljagd und die Tagebücher. Okay, dann fangen wir mal mit den Tagebüchern an, oder? Okay, ja, okay. Würde ich auch sagen. Weil wenn wir, ne, das ist ja immer gefährlich hier mit Maps wechseln und ja. So. Dann müssen wir das nicht so häufig machen. Ich find's lustig, ein wenn Tagebucheintrag ist anscheinend auch schon... Ja. Ah! Ah! Du siehst so schrecklich aus. Du auch. Danke. Wollte ich so hören. Hier irgendwo, oder? Wir laufen jetzt einfach mal über die Karte hier. Okay. Ja. Ich glaube, weiß halt nicht, was hinterher. Ob wir hier Bösewichts haben. Ich glaube, hier gibt es überall Bösewichts. Ich bin ein bisschen irritiert, weil wir müssen doch irgendwie eine andere Map. Ach nee, die muss. Oder macht er uns nur das Tor auf? Ich weiß glaub, nicht. Der macht uns bestimmt das Tor auf, oder? Der Visage glaubt, dass wir beide nach derselben Sache suchen. Naja, das ist ein Mapwechsel. Damit ich mir dieses Artefakt von dir näher ansehen kann. Pass auf, dann machen wir erstmal, dann gucken wir, warte, ich guck mal gerade. Schnitzeljagd. Da ist ein Böser. Schnitzeljagd ist auch. Hier gibt's Böse? Da. Ja, hier. Na, ihr Hübschen? Wieso? Wieso schießt du denn auf mich? Echt mal. Das ist meiner. Danke. Toll.
wiederbelebe dich doch schon. Oh, Entschuldigung. Ich hab dir aus Versehen in den Kopf geschossen, glaube ich. Passiert. Geh weg. Medikus, Medikus. Hup, aua. Komm her, komm her, komm her, komm her. Oh, Hisho. Ach, immer muss ich wiederbeleben. Ja, ja, ich hab hier gerade so leichte Probleme. Huh. Hier ist was. So, für wen ist das? Danke, ich hab gerade geguckt, für wen das ist. Aber nimm ruhig hier. Also, nee, das waren Brandgranaten. Und was ist, wenn ich jetzt Brandgranaten haben wollte? Möchtest du die Brandgranaten? Nein. Kann man hier rein? Nö. Ja, wir müssen so oder so die Map wechseln, sehe ich gerade. Oder merke ich gerade. Boah, nee. Egal, was wir machen, wir müssen die Map wechseln. Ja, dann machen wir das doch, oder? Ja, dann machen wir das doch. Ja! Yeah! 3, 2, 1, Risiko! Dein DNS-Check hat ergeben, dass du nunmehr in die Rust Commons einreisen darfst. Yeah. Danke, juchu! Dass ich das Geld aktiviert habe. Okay. Juchu! Hä, Moment. Vielleicht können wir da auch einfach durchfahren. Nee. Das werden wir jetzt sehen. Das ist aber ein Rand der Map hier. Ja. Nein. Nein? Nein, wir können nicht einfach durch. Okay, 3, 2, 1. Also 2, 1, 0. Okay. Wir drücken uns allen die Daumen. Ja. Ja, also bei mir läuft es noch. Oh, oh, ja. Nein, es läuft. Es läuft, es läuft. Luft anhalten. Okay, bei mir ist, ich bin da. Ja, ich auch. Yay. Oh, wir haben ja ein total. Das kann ich so oft zu. Oh, schöne Blumen, guck mal. Oh, die sind aber toll. Ich könnte wetten, die sind giftig. Ja, ich könnte ich auch wetten. Lass uns erstmal da shoppen gehen oder gucken, was es da gibt. Ja, ja, ihr könnt shoppen, ich mach Auto. Ja, okay. Ja. Shoppen. Scooter, den haben wir doch schon gesagt. Ja, er hat das vorhin schon gesagt. Ah, hallo? Vielleicht hat er noch mehr für uns. Bitte, danke. So. Nein. Genug gelaufen. Ja. Genug gelaufen. Oh, schön gelb. Scooter, so, Soldat. Er hätte eine Kleinigkeit, die du für ihn erledigen könntest. Sag mal hier. Hier ist was für Soldaten. Oh, was denn? Sachen. Genau. Hier gibt's Medikamente. Elektroschockschaden, Strahlungsskill, Mörderskill. Auch ich kann mir doch gar nicht merken, was hier alles hier für Skills sind. Boah, der ist gut. Plus 8 Team. Hey, mach die Blumen nicht kaputt. Plus 8 Team regeneriert Munition. Plus 3 Vorratskill, plus 2 Aufschlagskill, plus 2. Wow! Das war's. Scheiße, ich komme nicht raus. Ah, doch. Ja, warte. Ein Moment noch. Ich wurde gerade unsanft. Kannst du mal bitte da die Kiste aufmachen, Hisho? Wo? Da hinten. Wo? Wo willst du denn hin? Ja, ich frage mich. Ach, hinter euch. Ich kann überhaupt nicht mehr da hoch. Wo ist denn deine Kiste? Neben den Shops. Die habe ich schon aufgemacht, da war Geld drin. Die ist bei mir noch zu. Hm. Na gut. Wieso steigst du aus? So. Philia hat eine Kiste. Ach, die Kiste! Ach, da war noch eine. Da war ich jetzt einfach blind. Ja. Na toll. Das haben Männer so an sich. Ja, Mann. So. Wo müssen wir eigentlich, wo wir hinfahren wollen? Nach links gibt es Trouble und nach rechts gibt es einen Revolver. Also. Wir fahren mal da hoch. Kann man die Blumen. Hier, Blumen. Krass, guck mal, wie der fliegt. Oh, der hat ein Bein geflogen. Ja, der hat ein Bein verloren. Der ist jetzt. Hä? Wo denn? Hä? Ach, da ist noch einer. Das ist voll lustig mit den Waffen. Ja, ja, so ist noch cooler. Boah. Da fliegt was da oben. Ein Rack. Das war mal ein Rack. Hier geht's wieder nach Trouble. Wir müssen aber da lang, oder? Da? Wir müssen da rein. Rechts. Da kommt. Ist eigentlich egal, glaube ich. Nee, ich glaub, fahr mal hoch. Nee, fahr mal links. Doch, wir müssen da rein, oder? Aber. Nee, ist egal, glaube ich. Okay. Nee, ja, aber wir kommen mit dem Auto da sowieso nicht mehr weiter. So
Guck mal, wenn du jetzt hier so geradeaus. Und da? Da rein? Kommst du da weiter? Ja, oder links halt. Ja, wir probieren es einfach. Ich kann in beide Richtungen. Es spuckt einer an. Hallo, was sind bei. Oh! Aua! Ey! Ach du Schande. Moment, ich komme. Wir haben jetzt hier auch knallharte Racks. Solche Schwacharschköpfviecher. Hast du den und ich? Ja, au. Ja, ich sehe schon. Danke. Ist aber hat so geklappt. Was ist jetzt passiert? Du, unser Auto ist explodiert. Hier da hinten gibt's. Gehen wir zu Fuß weiter. Ja, da hinten gibt's ein neues Auto Kreierding. Na dann. Puh. Okay, und wir sind eigentlich hier auch fast richtig. Ja, wir sind auf dem Weg. Ja. Ich weiß halt nicht, ob wir da nicht zu Fuß noch reinkommen. Ich glaube, wir kommen da nur zu Fuß rein. Also wenn du auf der Karte guckst, da sind überall so Barrikaden. Ja, okay, dann gehen wir mal zu Fuß weiter. Na gut. Aber du, ja, Auto werden wir früher oder später ja sowieso brauchen. Ja. Ich hab's mal dahingestellt. Ein Räuberbandit und ein Räuberbandit. Weg ist er. Lalalala. So. Ich hab Geld gefunden. So. Das ist doch schön. Geld findet man immer wieder gerne. Huh. Geld regiert die Welt. Ah! Hm? Achso, das war ich gar nicht. Ich denk grad, wieso fällt denn der um? Oh, ach du Schande. Ach komm, geh fort. Ah. Ich bin jetzt mal tot. Du bist tot? Wo? Nein, der soll tot sein. Ah! Schläger. Boah. Ja, der jetzt auch. Ah, nein. Ja, komm. Ja, doch, hier bitte. Hier. Genau. Das Ding glaube ich gar nicht, oder? Ah. Ah, doch, so ein bisschen. Nächstes Level! Yeah! Ah. Moment. Du meine Soldat, ich stehe ja schon auf. Level mal. Sturm von Combat Rifles. Ja. Ja. Sorry, wenn ich nichts gesagt habe, musst du mich konzentrieren. Ja, du hast sie jetzt auch, glaube ich, fertig. Ja, ich habe nämlich noch die Musik gehört und dachte, Ich habe irgendwie keinen mehr gesehen. Ich brauchte auch Muni. Ich hätte ihn nicht mehr schießen können. Achso. So. Habe irgendwo Schränke aufgemacht und dann konnte ich nicht reingucken, weil dann Feinde kamen. Ja, ich habe schon gemerkt, dass die Schränke nur so halb offen waren. So, okay. Oh, was ist das denn? Oh, ein Haus. Moni. Oh, eine Caustic. Oh, geil, eine Säure. SMG möchte ich gern. Eine Säure-Shotgun. Ich nehme die SMG. Ja. Du hast Säure-Elementar-Tech-Waffen gefunden. Mhm. Säurewaffen haben sich bei Kreaturen mit harten Panzerungen als sehr effektiv erwiesen. Ja, das ist doch toll. 24. Bäh. Boah. Nö, da finde ich ja meine Säure viel besser. Jo. Ich habe eine Säurewaffe. Da liegt ein Bein. Nee, da liegen zwei Beine. Meine Muni. So, wo müssen wir lang? Da ist noch was Grünes. Irgendwie da so. Sollte hier durch, irgendwo sein. Hier durch. Wo da? Denke ich. Toll. Da durch. Ja. Ja. Wo seid ihr? Ah, da hinten. Ja. Hier sind wir. Sagt mal piep. 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 Piep, 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 piep. Piep. Piep, piep. Hallo. Piep. Pseudo. Piep, piep, piep. Ja. 20 Minuten sind um. So, die Folge ist dann auch schon rum. Was? Ja, schon. Das verging wie im Flug und so. Ja. So, die Filia versteckt sich da hinten im Schrank. Nee, ich wollte noch Schnipperriffel-Munition gucken. Aua! Der Hito verspritzt Säure. Kann ich auch. So. Und
Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.